Hier ist wieder Michaela. Mein Thema heute ist das Thema Ernährung. Und das wird eine kleine Serie werden. Das heißt, ich fange jetzt mal an, über das Thema globalisierte Ernährung zu sprechen. Dann haben wir ja natürlich das Problem mit den Ideologien oder der Ethik. Artgerechte Tierhaltung ist ein Problem geworden. Auf der linken Seite sind meine Hühner zu sehen. Die wachsen hier auf. Ich habe einen Hahn, ich habe Hühner, ich habe Küken. Damit kann ich immerhin mit gutem Gewissen die Hühnereier essen, aber ihr könnt euch auch schon vorstellen, wenn man seine eigenen Hühner hat, schlachtet man nicht jede Woche eins. Kurzum, die Sache ist sehr anders, wenn man selber seine Tiere hält und diese dann isst. Das kostet nämlich echt Überwindung, als wenn man in den Supermarkt geht und sich irgendein armes Tier aus der Massentierhaltung holt. Also da ist es schon so und da kommt ja noch hinzu, die Massentierhaltung kann nur funktionieren, wenn man die mit Antibiotika vollstopft, wenn man die mit Hormonen vollstopft, wenn man die mit Wachstums, weiß ich nicht was, Faktoren vollstopft. Das will eigentlich wirklich niemand mehr essen und das bräuchte auch niemand mehr essen. Wenn wir in die alten Ernährungsgewohnheiten unserer Großeltern zurückfallen würden, einmal die Woche Fleisch, nämlich den berühmten Sonntagsbraten, dann würde es für alle reichen, wenn die Viecher freilaufen würden und dann könnte man das auch guten Gewissens tun. Und über das Thema wird zu wenig nachgedacht. Artgerechte Pflanzenhaltung. Das würde bedeuten, dass eine Pflanze mit echtem Boden und echtem Sonnenlicht wächst. So wie ein Tier vernünftig ebenfalls freilaufend gehalten werden soll. Die Tatsache heute ist, dass das meiste Gemüse aus Gewächshäusern kommt. Wie auf dem Bild rechts. Nährlösungen, kein Sonnenlicht, Tag und Nacht künstliches Licht. Was heißt das? Dass im Prinzip diese Pflanzen genauso wenig artgerecht gehalten werden wie unsere Tiere und entsprechend das Futter auch genauso ungesund ist wie das Tierfutter. Und warum ist das so besonders schlimm? Wenn wir Pflanzen Tag und Nacht mit Licht bestrahlen, dann zwingen wir sie dazu, primären Stoffwechsel Tag und Nacht zu betreiben. Eine normale Pflanze, eine freilebende Pflanze, macht tagsüber Photosynthese und nachts Atmung. Während sie atmet, kann sie sich dem sekundären Stoffwechsel widmen. Primärer Stoffwechsel heißt nur Zucker, Wasser, Sauerstoff. Sekundärer Stoffwechsel heißt Vitamine, Antioxidantien, Vitamin C, Carotinoide, Anthocyane, Phytosterole, Alkaloide. Alles, was wir von einer Pflanze haben wollen, das, was an einer Pflanze gesund ist, kommt aus dem sekundären Stoffwechsel. Das sind Luxusprodukte. Und die kann die Pflanze nur herstellen, wenn sie in Ruhe gelassen wird, wenn sie Licht hat, wenn sie atmen darf, wenn sie nachts Ruhe hat und wenn sie tagsüber richtigen Boden hat, wo auch alle möglichen Mikronährstoffe rauskommen können. Ja, mit den Vitaminen. Jetzt wissen wir also, meistens kriegen wir keine Vitamine aus den Gewächshauspflanzen. Wo kommen die dann her? Wir kaufen Produkte und da steht drauf, plus 10 Vitaminen noch dabei. Oder plus Vitamin A und plus Vitamin C und plus Vitamin B. Wo kommen die her? Dreimal dürft ihr raten. Einfache Sache. In Deutschland geht alles im Prinzip über Industrie. Und die Sachen kommen aus der Industrie. Dann nimmt man Hefen, packt irgendwelche manipulierten Gene hinein, verändert die also genetisch, sodass sie einen Großteil ihres Körpergewichts in ein gewünschtes Produkt anlegen. Das kann dann Vitamin C sein, das kann dann Vitamin B sein, das kann alles Mögliche sein. Und diese Mikroorganismen werden dann abzentrifugiert, das Vitamin da rausgeholt und das packt man dann in die Nahrungsmittel. Wenn irgendjemand glaubt, das käme dann aus der Pflanze, dann ist das der übliche Etikettenschwindel. Es muss nicht unbedingt aus der Möhre stammen, nur weil ein Möhrenbildchen aufgeklebt wird. Das ist leider die traurige Realität unseres Daseins heute.